Hallo, Menschen. Ich mache jetzt dieses Video einfach, weil ich gerade irgendwie Bock drauf hatte. Ich war so in letzter Zeit, ich bin gerade übrigens namens Spectaten. Ich bin gerade auch ein bisschen krank noch. Ich war kaum aktiv und ja, ich hatte so meine Real-Life-Geschichten, weshalb ich irgendwie nicht viel in T-Worlds machen konnte und halt auch nicht auf YouTube. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mal ein Video zu machen und mal schauen, was sich so ergibt und ob mir das Ganze noch so Spaß macht und ja, einfach ein bisschen mal zu schauen, ob ich noch Lust auf die ganze Sache habe. Weil T-Worlds an sich habe ich jetzt wieder sehr viel Bock bekommen zu zocken, habe auch ewig nicht mehr gespielt, wirklich. Deswegen ja. Deswegen auch sowas. Ja, also ich dieses Video ist jetzt wirklich sehr spontan. Hat auch eigentlich ausschließlich den Sinn, ein bisschen Chiller Drank zu trollen, dass ich auf einmal ein Video hochlade. Zum einen und zum anderen hatte ich einfach mal wieder Bock. Oh yeah. Das ist natürlich jetzt geil. Ich mache mal ganz kurz Aufnahmestopp. So, Hallöchen, willkommen zurück. Beziehungsweise eigentlich ist es nur für mich willkommen zurück, weil ihr wart ja eigentlich gar nicht weg. Ich bin jetzt mal auf Chiller Dragons CTF Server oder keine Ahnung wie der heißt, was auch immer diese Person in der Zeit alles gemacht hat. Ich weiß es nicht. Also zu meinem Spielskill oder auch nicht, wie auch immer man das nennen kann, lässt sich sagen, dass er nicht mehr vorhanden ist. Zumindest kaum. Ich habe sehr lange kein T-Worlds mehr gespielt, wie gesagt. Und jetzt wieder seit längerem. Ich kenne auch meine beiden Beins überhaupt nicht mehr. Also sowas wie, ich habe immer auf W meine Shotgun gehabt und auf W meinen Hammer und so. Und ja, das funktioniert jetzt alles noch nicht ganz wieder. Man merkt es, dass ich nicht mal Nameless Tees wirklich töten kann. Also ja. Und ich mache dieses Video auch eigentlich eben, wie gesagt, nur um Childrank zu trollen und um mal zu schauen, ob ich da Bock habe und vielleicht, da ich jetzt auch zumindest fürs Erste im Real Life mehr Zeit habe, beziehungsweise im Real Life weniger mache oder mehr Zeit habe, um sowas zu machen, schaue ich jetzt einfach mal, wenn ich Bock drauf habe, kommt vielleicht in Zukunft noch mehr. Ich weiß es noch nicht. Hängt davon ab, eben wie es so ankommt. Ob es überhaupt bei jemandem ankommt und wie ich da so Bock drauf habe. Also es klingt vielleicht ein bisschen scheiße, aber so ist es irgendwie zur Zeit bei mir. Also es gab schon eine sehr aktivere Phase von mir. Und jetzt mit diesem Video will ich so ein bisschen herausfinden, ob es sich lohnen würde, naja, nicht lohnen würde, aber ob es mir halt genug Spaß macht. Man merkt auch, ich laber irgendeine Scheiße. Ob es, ja, fuck. genau, ob ich halt jetzt weitermache oder nicht weitermache, aber falls ich weitermachen werde, dann
werdet ihr das merken, und zwar in Form von neuen Videos. Und wenn ich es nicht mache, dann in Form von keinen neuen Videos. Aber falls es nicht so ist, werde ich schon was dazu schreiben. Oder irgendwie unter das Video posten. Ja, sorry, es macht mir nicht wirklich mehr Spaß und deswegen mache ich da jetzt auch nichts mehr. Ja, und ansonsten, ich bin halt auch gar nicht mehr in der T-Worlds-Community drinnen. Ich habe keine Ahnung, was gerade so der Stand ist, was so aktiv gespielt wird. Ich weiß nur, dass bis heute das, was ich am liebsten spiele, immer noch CTF ist, weil einfach erfordert doch am meisten Skill und ja, ich weiß nicht, es ist einfach so die. Deswegen ist T-Worlds entstanden für diese Mod oder halt eben nicht Mod. Deswegen gefällt es mir allzu sehr. Deswegen spiele ich das auch jetzt und nicht mehr auf dem WMAP Chill Server. Vor allem auch, weil der down gegangen ist vorhin. ja. Also. Mal sehen. Ja, AIM ist am Start. Ja, es hat sich auch viel verändert. Ich bin jetzt auch um einiges älter und Children auch, mehr oder weniger. Der kleine Hurensohn hat ja auch schon lange seine Stimme nicht mehr an die Öffentlichkeit gebracht. Ah doch, er hat ein Let's Play, ein Tutorial gemacht vor kurzem, stimmt. Ja, das war jetzt nice. Ja, wenn er das sieht, wird er sich erstmal aufregen oder sich erstmal fragen, wieso ich ihm nichts gesagt habe und ich so ein random Video stattdessen raushole. Von daher freue ich mich da schon auf seine Reaktion. Dieser Hurensohn. Ich freue mich da jetzt schon auf seine Reaktion und hoffe, dass ihr die in die Kommentare schreibt, damit ihr das aussehen könnt. Ja, also das ist so bei mir der Stand. T-Worlds Skill ist, wie man sieht, mehr oder weniger noch vorhanden. Also Game Mechanics weiß ich noch und so weiter, aber ich habe halt jetzt überhaupt gar keine Übung mehr und sowieso. Und dass ich das jetzt verkacken werde, war. Oh. Oh Mann, also naja, man weiß es nicht, wie das hier. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die ganze Runde zocken. Also hat er jetzt die Shotgun oder? genau, auf jeden Fall. Ich zocke jetzt mal die Runde zu Ende und labere dabei ein bisschen Scheiße. Ja, so wie es von den Muti alleine Let's Plays ja schon bekannt ist. Und Double Kill. Die Spree ist am Start. Oh mein Gott. Der AFK-Killer. Oh oh. Oh yeah. Oh oh. Mhm. Ja. Ich bin auch aus der Übung mit dem Zocken und gleichzeitig reden und dadurch, dass ich auch noch nicht mehr ganz so gut bin in T-Worlds, ist das nicht wirklich einfacher, weil ich mich jetzt halt komplett reinfinden muss. Und das ja, ist jetzt nicht unbedingt das beste Spiel, um ewig Pause zu machen und dann erstmal CTF zu zocken. Aber ich mach's trotzdem. Weil es einfach der Modus war, wo ich jetzt am meisten Bock drauf hatte. Ich hatte auch die Überlegung, vielleicht. Oh oh, oh. Vielleicht ein Let's Play auf Englisch zu machen. Da habe ich mich dann doch dagegen entschieden, einfach weil ich überhaupt nicht gut bin im Englischen. Und naja, es ist ja immer noch in der Idee ein deutscher Kanal. Deswegen dachte ich mir so, nee,
San Andreas tippt aber auch schon an. Deswegen dachte ich mir so, nee, ich lasse es mal so. Auf Deutsch. Oh, yes. Boah, das Skill ist real. Ich habe jetzt auch einen neuen Computer seit dem letzten Mal. Eine neue Tastatur. Und eigentlich alles neu. Und ja, ansonsten gleiche Wohnung. Was weiß ich. Also viel hat sich eigentlich nicht geändert, nur ja, neuer PC, der es mir möglich macht, in ganzen 500 Frames in 16:9 aufzunehmen. Nicht so wie bei meinem alten Computer, wo ich in 4:3 aufnehmen musste, in weniger als 30 gefühlt. Deswegen ist es jetzt auch deutlich angenehmer, Let's Plays zu machen. Weshalb ich jetzt auch eher welche machen würde. Ich muss halt schauen, wie das mit dem Zeitaufwand ist und gewonnen. Und das war's damit auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war nur so eine kleine Rückmeldung, was bei mir so abgeht. Ich habe im Nachhinein keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe, ob ich überhaupt was Sinnvolles gesagt habe oder nicht. Aber ich werde es einfach mal jetzt so auf YouTube hochklatschen. Das heißt, ja, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Ihr werdet sehen. Haha.